Okay, Demirjan, hallo erst einmal. Ich hoffe, ihr habt die Niederlage verdaut im letzten Spiel. Ja. Wie hat der Trainer euch motivieren können? Ja, wir haben die Fehler analysiert. Er hat die Fehler angesprochen, die wir gemacht haben beim Spiel. Hat mit uns geredet, was besser sein muss, was wir jetzt gegen Alt-Idersdorf besser machen müssen, worauf wir achten müssen. Also war eine gute Trainingswoche, alle haben gut mitgezogen nach so einer Niederlage. Ich hoffe, am Sonntag werden wir eine Reaktion zeigen. Ja, jetzt ist es ja so, Alt-Idersdorf steht ja nun auch nicht gerade oben, ja. Und wenn man so die Ergebnisse sieht in der Oberliga, TB lag eben gerade noch zurück gegen Strausberg. Okay. Ist eine irre Liga. Ja. Ja, wie geht man an so einen Gegner ran? Ich denke, man muss jeden Gegner ernst nehmen in dieser Liga, weil jeder kann jeden schlagen. Das sieht man Woche für Woche. Und Alt-Idersdorf hat eine gestandene Oberligamannschaft. Die spielen seit Jahren in der Oberliga, haben gute Spieler. Bei denen läuft es zurzeit nicht so richtig, sind unten drin, deswegen werden die alles gehen. Wird ein sehr schwieriges Spiel.